Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Edna und Harvey. Ich bin mal wieder ein bisschen lost. Also, schauen wir mal. Jener Herr hier, wollte ich in der letzten Folge hin. Hi. Hallo, Prinzessin. Es geht ab. Sagst du mir irgendwas Neues? Um nochmal auf deinen Plan. Dann können wir in den Garageschlüssel, dann können wir Gold, dann können wir Ton, dann komme ich in ein Vehikel, dann komme ich in den Garageschlüssel. Alles nicht so das, was mir gerade hilft, oder? Wie komme ich auf die andere Seite? Du findest sicher einen Weg. Vielleicht über das Wäscheliftsystem. Es gibt ja doch einen dritten Ausgang im Keller. Aber geh bitte kein unnötig. Wenn du dich da ohne weiche Unterlage fallen lässt, brichst du dir nur alle Und das war's dann mit Mach. Wer Fürsorge. Wo finde ich das? Ist leid. Der Wächter, den sie. Er ist aber vielleicht. Ja, brauche ich nicht. Gold. Wie komme ich? Kniff. Dr. Marcel schließt seine Polo-Trophäen zu gut weg, als dass man daran käme. Die einzige Alternative, die ich sehe, ist Adrians Medaille aus dem Puzzle-Wettbewerb. Allerdings hockt Adrian in seiner Kissenburg im Aufenthaltsraum wie Graf Rotz und lässt sich von diesem Playboy bewachen. Wie heißt er noch gleich? Roggelbecher. Ja, schon gut. So dämlich wie dieser Adrian auch ist, er hat eine ziemlich gute Gedankenlesernummer drauf. Es könnte sich als knifflig erweisen, ihm die Medaille abzuluxen, selbst wenn du an Roggelbecher vorbeikommst. Das war's. Ja, schön. Soweit war ich auch. Ich glaube... Viel Glück, Edna. Hast du sonst noch eine... Was weißt du noch über... Nur, dass ein dunkles Geheimnis, ein Unaussprech... Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Man könnte sogar sagen, das ist sein persönlich... Und dass du immer wieder einen Weg findest... Was weißt du noch über... Er ist ein Kranker vom Hart... Seitdem schließt und... Ein dunkler ist... Reicht das? Tja... Auf deine... Irrte... Auf deine... Irrte... Beste. Okay, Um nochmal auf... Wie komme ich... Alles zu sein. So weit sind wir noch. Well, shit. Wie komme ich... Gute Frage. Der Ton aus der Beschäftigungstherapie ist vollständig zu hässlichen Aschenbechern verknetet worden. Damit lässt sich nichts mehr... Aber vielleicht hilft es dir zu wissen, dass das Fund auf einer sehr lehmigen Erdsch... Ich glaube... Viel Glück hast du. Tja, so. Mr. Komplettlösung. Ich muss weg. Richtig. Davon habe ich mir jetzt tatsächlich mehr erhofft. Okay, Ausschlussprinzip. Die ganzen Gestalten, die ich in den 1000 Folgen davor hatte, die haben wir abgeklappert. Und wir haben auch keine neuen Items. Und das Einzige, wo ich bisher auch auf Granit gestoßen bin, ist die Beschäftigungstherapie. Nicht die Beschäftigungstherapie, sondern die Gruppentherapie. Also, ich bin vom Blitz getroffen worden. Ich hatte eine... Also ich habe jetzt keine hellseherischen verfickten Fähigkeiten, weil ich mich hab schocken lassen von dem Stuhl, aber vielleicht bin ich jetzt bekloppt genug, dass die mich in dieser blöden Therapie heilen wollen. Wo war die nochmal? Ups, falsche Tür. Die da. Well, shit. Loading, komm schon. Das ist halt das Doofe bei Adrian. Wir können bei Adrian keine Items einsetzen. Das heißt, wir müssen uns irgendwo anders ein Skill verschaffen. Also ein Skill, also eine Information, wenn man so will. Also eine Textmöglichkeit bei ihm. Das ist das Einzige, was ich sehe.
wenn ich gerade schon mal hier bin. Da hatte ich gerade mal einen, warte mal. Falls ich bei der Scheiß-Therapie, schaut mal, hier hatten wir ja das Formular für die Therapie her. Und wir sind bisher bei der Therapie auf Granit gebissen. Da müsste ich schon wissen, wonach ich suche. Ja. Achso, Da müsste ich schon wissen, wonach ich suche. Sagt sie überall das Gleiche. Mir wurde ja von euch gesagt, ich klicke viel zu selten. Mir ist gerade aufgefallen, jedes Mal, wenn ich das Ding anklicke mit rechts, dann drückt sich immer nur das Benutzen. Mir wurde auch von euch gesagt, ich soll nicht. Wieder nur Akten. Hey, das sieht brauchbar aus. Da ist ein Register mit den aktuellen Insassen. Daneben steht, wo ich die entsprechenden Krankenakten finden kann. Ein paar von den Namen kommen mir bekannt vor. Eigentlich finde ich ja nichts langweiliger als Akten. Aber in fremden Krankenakten zu schnüffeln ist so herrlich verboten. Also, wessen Krankengeschichte gucke ich mir an? Cool. Auf sowas hatte ich tatsächlich gehofft, weil, wir bei der Therapie halt, ne, auf Shit gestoßen sind und das Formular liegt halt auf diesem Aktenschrank da drauf. Okay, Bienenmann. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name, der Mann mit dem Bienenkostüm. Erstes Haustier, ein schwarzes Pony. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als erstes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Moment. Ich glaube... Moment. Ich denke, sowas sollte ich mir vielleicht mal notieren. Nein. Moment. Nein. Hey. Wo sind meine Notizen? Ich suche gerade diese Sticky Note Funktion, die es gibt. Ach, drauf geschissen, dann nehme ich halt den. Fucking Editor. Egal, so, okay. Also Bienenmann. Schwattes Pony. Und. Erster im Sport. War das richtig? Ja, war's. Was gibt's noch? Das könnte praktisch sein. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Adrian, König des Aufenthaltsraums. Erstes Haustier, eine rote Katze. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Okay, rote Katze und Sport 2 als zweites. Trockenbecher. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Droggelbecher. Erstes Haustier, ein grüner Hund. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als drittes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Okay, tatsächlich sind die der Reihenfolge nach anscheinend geordnet. Ich meine, das war jetzt erstes, zweites, drittes beim Sport. Peter wird dann wahrscheinlich als viertes beim Sportunterricht gewählt. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Peter. Erstes Haustier? Ein blauer Goldfisch. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als vorletztes ausgewählt. Oh, okay. Sorry. Und mehr steht hier nicht. Sport, vorletztes. Was haben wir noch? Okay, okay. Hoti wird dann als letztes gewählt? Das wären dann trotzdem 1, 2, 3, 4, 5, also... Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Hoti.
Erstes Haustier? Eine gelbe Ratte. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als letztes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Okay. Keine Akte einsehen. Cool. Tatsächlich sind das... Also, das mit Adrian, yay. Sein Münztrick, Labarino. Aber ich kann mich erinnern, dass in der... Ich glaube, mein Riecher war richtig. Ich kann mich ja erinnern, dass als ich frustriert aus dieser scheiß Gruppentherapie rausgegangen bin, die haben uns ja nach der Farbe für Haustiere gefragt. Und die Alte hat uns immer weggeschickt und hat gesagt, sie erzählen Mist. Also, wo war das nochmal? Tatsächlich habe ich verpeilt, wo das war. Aber stay with me, folks. Ich glaube... Nee, das Blödsinn hier, oder? Ja. Blase, der wahrscheinlich immer noch beim Pinkeln sitzt. Dort oben. Das hat mir gerade echt tatsächlich ein bisschen zu lange geladen. Wie wäre es, wenn wir speichern? Das ist zu hoch? Fuck, wo war dieser Therapieraum? Damn! Nee. Da geht's wieder in den Keller. Und in dem Keller ist der, ja, ist der Löffelfanatiker und das sind die Akten. Und hier war Kantine. See, Kantine. Beziehungsweise Küche und Kantine. Ja. Okay. Cool, hi. Wie wär's, wenn wir uns mal heilen lassen jetzt? 30.000 Zeilen, alleine im ersten Akt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Sehr interessant, Herr Poki. Aber warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie jetzt schon wieder? Wollen Sie sich noch einmal zu uns setzen? Ja, bitte. Darum bin ich hier. Sehr gut. Setzen Sie sich dann bitte wieder zu den anderen, ja? Wären Sie doch bitte so freundlich, sich noch einmal vorzustellen. Was denn? Noch einmal? Na gut. Okay. Wir nehmen einfach mal alle mit, ne? Ich bin der Mann im Bienenkostüm. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Optionen über Optionen. Also, der Bienenmann. Immer als erstes im Sportunterricht ausgewählt. Ich wurde beim Sportunterricht immer als erstes ausgewählt. Als erstes. Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es eine Katze gewesen wäre? Also, der Bienenmann hatte ein schwarzes Pony, laut meinen Notizen. Aber wenn sie nach einer Katze fragt, Adrian hatte eine rote Katze. Ich gehe jetzt einfach mal auf rot, because Katze. Rot. Rot. So, so. Der Fall ist klar. Ihr Vater war ein Imker.
Eines Tages hat er sie in einem Bienenstock vergessen. Das haben sie ihm nie verziehen. Seither zeigen sie ihm ihren Protest, indem sie ein Bienenkostüm tragen. Das war's, sie sind geheilt. Sie können gehen. Oh, ich bin baff. Ne? Harvey, bist du noch da? Keine Sorge, Edna. Mich wirst du nicht los. Alles klar. Ich denke, das muss ich mir nicht notieren. Das behalte ich im Kopf. Vielen Dank. Das hier wird lustig. Okay, die Infos sind ein bisschen gemixt. Das heißt, wenn wir nur nach Adrian gesucht hätten und die Alte uns jetzt nach dem schwarzen Pony vom Bienenmann gefragt hätte, wären wir aufgeschmissen gewesen. Gut, dass ich uns alles nachgeguckt habe. Darum bin ich sehr gut. Okay, lass mal sehen. Hören Sie doch bitte so. Was denn? Also, ich bin Adrian. Ich bin Adrian, König des Aufenthaltsraums. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote. Adrian wurde im Sport immer als Zweites gewählt. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Zweites. Kommen wir zur nächsten. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Hund gewesen wäre? Ein Hund wäre grün. Grün. Der Fall ist klar. Sie wurden zweimal hintereinander vom selben Blitz getroffen. Sie müssen überall und immer die Oberhand haben. Und dieser Wunsch sitzt so tief, dass Ihr Unterbewusstsein eine Art präkognitive Fähigkeit entwickelt hat. Lassen Sie es ruhig angehen. Nicht alles muss Ihrer Kontrolle unterliegen. Blitze gehören dazu. Deswegen müssen Sie sich nicht gleich unsicher oder hilflos fühlen. Das war's, Sie sind geheilt. Sie können gehen. Wie geil die Alte einfach quasi einen nach dem anderen durchtherapiert. Keine Sorge, Edna. Grün. Mich wirst du nicht los. Okay, sie sind geheilt. Verpiss dich. Danke, glaube ich. Das erklärt, warum, wenn wir die Wahrheit sagen, wenn wir uns als Edna vorstellen, dass die Alte sagt, kenne ich nicht, fress ich nicht, will ich nicht, verpiss dich. Weil Dr. Marcel uns ja gar nicht heilen lassen möchte. Okay. Probieren wir das doch auch einfach mal mit ein paar anderen aus. Wir haben ja noch Zeit. 30.000. Ja, 30.000. Darum sehr. Klar, hau rein! Wären Sie. Was denn? Troggelbecher, ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte ein. Troggelbecher wurde als Drittes gewählt. Ich wurde beim. Als Drittes. Ich verstehe. Ich habe tatsächlich. Kommen wir zur nächsten Frage. Ah. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Goldfisch gewesen wäre? Ich würde ja sagen, Goldfische sind golden. Aber. Blau habe ich notiert. Blau? Blau. Der Fall ist klar. Mit Ihnen ist gar nichts verkehrt. Eine leichte Sprachstörung und die Angewohnheit, Sofakissen auf dem Kopf zu balancieren, machen Sie noch lange nicht zu einem Verrückten. Sie sind nicht anders als die anderen. Behalten Sie das im Kopf. Das war's, Sie sind geheilt. Sie können gehen. What? Oh, ich bin bei Harvey. Keines. Mich wirst du. Leichte Troggelbecher. 30.000 Zeilen. Alleine. Sehr interessant, aber ja, bitte. Okay. Darum bin ich sehr gut. Wir sind also nicht die einzige normale Person hier. Whatever. Was denn? Nochmal. Okay. Ich bin Peter. Ich bin Peter. Ich verstehe. Erzählen Sie doch. Peter wurde dann als Vorletztes gewählt. Ich wurde beim Sport als Vorletzter. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es eine Ratte gewesen wäre? Gelbe Ratte. Gelb. Der Fall ist klar. Sie leiden an einer manischen Depression. Diese Depression wird durch die Tatsache, dass Sie heute Geburtstag haben, verstärkt. Wahrscheinlich rührt Ihre negative Einstellung daher, dass einst bei einem Badeausflug nach Helgoland Ihre Sandburg durch einen Kometen zerstört wurde. Seitdem glauben Sie, die Welt sei gegen Sie. Das war's. Sie sind geheilt. Sie können gehen. What? Ich bin baff. Harvey, bist du noch da? Keine Sorge, Edna. Mich wirst du nicht los. Aber,
Okay, cool. Der Junge ist depressiv, aber er hat definitiv Superkräfte, wenn eine Sandburg, die wahrscheinlich so einen Meter neben ihm entfernt, durch... Komet! Was zum Scheiß? Also jetzt wird's lächerlich, aber es ist sehr geil. 30.000 Zeilen. Sind... Ja, wollen Sie sich... Ja. Darum bitte... What? Das bitte so freundlich... The shit! Okay. Hoti. Ich bin... ja. Erzählen Sie doch bitte eine... Hoti wurde immer als letztes gewählt. Ich wurde als letztes... Kommen wir zu... Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Pony... Pony. Schwarz. 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 Der Fall ist klar. Sie leiden sehr darunter, dass Sie untrennbar an Ihren siamesischen Zwilling gefesselt sind. Sie fürchten, niemals ein eigenes Leben führen zu können. Das macht Sie zynisch und verbittert. Reden Sie mit Ihrem Bruder über diese Gefühle. Wer könnte Sie besser verstehen? Das war's, Sie sind geheilt. Sie können gehen. Ich habe keines, nicht wirst du. Okay, also da wir jetzt alle abgeklappert haben, können wir wahrscheinlich das... Vielleicht können wir das an die Leute weitertragen. Ich meine, gerade bei Adrian könnten wir jetzt vielleicht eine neue Option haben, um ihn ein bisschen psychisch zu zermürben. Aber... What? What the fuck? What? What? Weil Adrian immer, hat immer gesagt, er kann sich nicht erinnern, was passiert ist. Licht. Hellgrelles Licht, aber mehr weiß ich nicht. So, yeah. Aber... Was zu... Erstens? Meteorit. Komet. Zweitens. Oh. Hey, die steht. Das siamesische. Sind es halt einfach wirklich siamesische Zwillinge? Ich habe. Weil. The fuck? Was gibt's da? Sie hat halt einfach gesagt, sie hat weiterhin gesagt, es sind siamesische Zwillinge, nicht so. Sie glauben einen dazu, also sonst irgendwas. Bis der Doktor wieder da ist. What the hell? Das habe ich wohl vermasselt. Also der Joke war ziemlich meta mit den Siamesen. Und der Komet war halt einfach, wow. Okay, aber wir haben keine Zeit mehr, Leute. Schon wieder Überlänge gemacht. Das wollte ich halt eigentlich nicht mehr tun. Ja. Aber ich war gerade trotzdem, ich war selbst zugefesselt von dem Shit, also... Gut. Ihr könnt immer gerne Like, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Ich hau ab für heute, ja. Guckt vielleicht auch mal auf Twitch vorbei. Und, ja. Weil gerade so ein Point-and-Click-Zeug würde ich gerne demnächst auf Twitch machen, wenn ich nochmal eins anpacke, weil ihr dann live mitraten könnt. Das ist definitiv interaktiv und ihr könnt dann sagen, probier mal dies, probier mal jenes. Egal, ich haspel mich wieder. Blink out für heute.